Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. So, wir können ein bisschen hier Fähigkeiten wieder verteilen. Ich habe Raumpunkte und nur Bodenpunkte, okay. Könnte ich natürlich... Verfügbar ab 15 Punkten. Ich habe ja hier oben eigentlich fast alles gemacht. Ich mache das so wie beim letzten Mal auch. Was ist das hier? Defensives Manöver. Okay. Zielgenauigkeit. Das ist irgendwie so eine Kontrollexpertise und Entzugsexpertise. Schildentzugsschaden. Deaktivieren, halten, zurückstoßen, ziehen, verwirren, besänftigen. Gegen diese folgenden Effekte eingeschlossen. Das weiß ich, nehme jetzt einfach das. Ich weiß es doch eh nicht. Abbrechen. So, Boden habe ich nichts. Gut. Der Planetenkiller klingt ja schon mal sehr ergreifend und freilassen. Ihr nächstes Zeldonia-System. Und Skylla und Charybdis. Torpedobefehl. Ihr nächstes Ziel Alpha Quadrant. Und das ist ja das da. Aber ich glaube, ich mache das hier. Transwarp, bla bla. Sie können für 10.000 Credits zu diesen Missionen transwarpen. Oder mit Warpgeschwindigkeit Auto. Machen wir mal. Habe ich überhaupt so viel Geld? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Ich mach mal. Und jetzt alle. Nein! Du hattest nicht so viel Geld, verdammt nochmal! Ich weiß gar nicht, wo mein Geld ist. Egal. Diese Welt wurde einst von einer hohen industriellen Gesellschaft bewohnt. Das ist schön und gut. Hier Platzdurchschnitt 10 Grad. Okay. Ja, Planetenkiller machen wir da mal, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt, was auf uns zukommen wird. Der Planetenkiller. We're counting on you. Captain, wir haben das Donia-System erreicht. Wer bist du denn? Led Van Zyl? Die kenne ich gar nicht, Lieutenant Van Zyl. Ist egal. Geheimdienste der Sternflotte hat Admiral Quinn berichtet, dass sie einen Kontaktmann in ihrer Flotte von Bofat haben und dass er sich auf einem dieser Schiffe befindet. Bofat, nicht Bofat. Bofat ist immer noch der von Hawaii 5-0. Ich hatte eine verschlüsselte Übertragung erwartet, aber ich empfange rein gar nichts. Ich habe übrigens Schnupfen, also, ne? Es ist Zeit, uns direkt zu nähern, Captain. Ich empfehle, eine der klingonischen Schiffer außer Gefecht zu setzen und es zu entern. Vorteil. Da sind drei Stück. Habe ich hier noch eins in der Nähe? Ich hab vergessen, wie ja, kann doch mal. Ich hab ganz vergessen, wie wendig das geworden ist. So. Ach Gott, ey. Hab ich mich da übernommen? Boah, ich bin fast platt. Ich
Boah, ich brauche jetzt mehr Energie hier. Oh mein Gott, ey. Komm schon. Erstmal weg hier. Die sind ja mega heftig. Kann mir das helfen sein? Zerstörung ist hier ein Wort der Tag. Ja, wo ist eigentlich... Ah, ich hab doch noch dich. Boah, ich hab echt nur noch das. Gehen Sie am Bord. Okay. Die feindlichen Schilde, Waffen und Antriebe sind allesamt außer Gefecht, Captain. Wir schicken Interkommando rüber, um das Schiff zu sichern. Sie können sich ihnen anschließen, sobald sie bereit sind. Überwachen Sie der Interkommando auf der Ecke ist Tag. Fortsetzen. An Bord der Ecke ist Tag. Das sieht ganz gut aus hier. Dann wollen wir mal rüber beamen, ne? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich das eine als eine Schiff schon platt gemacht habe. Naja, gut, okay, dann ist das halt so. Oh, das ist eine coole Dings hier. Ausrüstung. Captain, ich koordiniere die Bewegung der Interkommandos. Die Teams berichten, dass die Tag von einer Skelett-Crew gesteuert wird. Es hat schon ein paar Gefechte gegeben, aber es sollte ihnen nicht allzu schwer fallen, das Schiff zu sichern. Sehen Sie sich den Ingenieur-Stack fortfahren. Übrigens, ich bin alleine. Ich bin alleine. Okay. What? Wieso haut ihr denn jetzt ab? Bereit für einen erneuten Einsatz. Ja gut, okay, gut. Your order, Sir. Captain, das Deck, auf dem Sie sich befinden, ist sicher, aber der Gamma-Trupp berichtet, dass sich auf der Brücke noch immer ein paar Klingonen befinden. Die Klingonen haben die Turbolifts ausgeschaltet, aber nun, da wir die Kontrolle über den Maschinenraum haben, können wir das gesamte System... Okay. Der Turbolift in Ihrer Nähe ist betriebsbereit. Ich habe so einen Schnupfen. Gehen Sie damit auf die Brücke und ich werde Sicherheitsteams zu Ihnen transportieren, um Ihren Vormarsch zu unterstützen. Nehmen Sie die Turbolift zur Brücke, fortfahren. Aber, tatsächlich, habe ich hier nichts mehr? Auch nichts zum Scannen? Gar nichts? Boah, da möchte ich nicht runter. Ah. Das sieht aus wie ein... Duranium-Erz, ja. Was sonst? Oh, knapp daneben, ist ja egal. Ich glaube, ich hätte sowieso dieses Duranium-Erz so oder so bekommen. Ich glaube, da gibt es einfach keine. Achso, das ist die Tür. Ich bin auch da durchgekommen. Hier sieht auch alles gleich aus. Können die nicht mal ein anderes Bausystem machen? Eigentlich lieber mit meiner Truppe hier durch, weil ich war mit der eigentlich ziemlich sicher. Turbolift zur Brücke. Hier, diese. Ach, hier. Ich denke, warum greift der mich denn an? Oh, das ist die Brücke. Oh, ich liebe klingonische Brücken. Die sind, die Brücke und der Rest des Schiffs sind sicher, Sir. Und die verbleibenden Klingonen
werden auf die Magellan transportiert und dort in Haft genommen. Commander Borges war sich sicher, dass es auf diesem Schiff Informationen geben würde, die uns nützlich sein würden. Captain, vielleicht sind sie in den Schiffsprotokollen. Im Bereitschaftsraum sollte es ein Terminal geben. Vielleicht haben sie mehr Glück und finden, wonach wir suchen. Finden sie ein Terminal im Bereitschaftsraum, aber abseits der Brücke. Und greifen sie auf die Schiffsprotokolle an. Na klar, keine Ahnung. Aber ich guck mal trotzdem die Brücke mal an. Ich mag ja das Design, ne? Hier der Captain einfach nur hier. Schaut die ganze Zeit hier drauf, was so ist. Und die haben echt nur ihre Konsolen und ihre Head-Up-Displays. Nichts Besonderes, ne? Aber schon genial. Ich hoffe, dass es hier ist. Aha. Schön. Captain's personal log. I have been betrayed by my first officer. A man I considered my friend, Kavok. Why? He and a group of traitors tried to take the ship. Kavok is the only survivor. There is also evidence that Kavok sent a coded message to Federation space. I do not understand why a warrior I have trusted with my life would do this. He tried to explain, but I do not need to listen to the words of a traitor. Him rot in the brig. Ambassador Babat has ordered me to bring him to the Imaga system for questioning. Kavok will die screaming. It is not an honorable death, but it is the one Kavok deserves. Also hat mit uns mitgekämpft. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder ist das so ein Trick? Ich werde mit Ihnen nicht durch ein Kraftfilter durchsprechen wie ein Tier in einem Käfig. Lassen Sie mich raus und wir können reden. Fortfahren. Viel besser, Captain. Wollen wir jetzt reden? You are my enemy, but today you are my only hope. I will redeem my honor. Warum waren Sie im Gefängnis? I was once the first officer of this ship. I served the House of Bavart loyally and well, and fought by my captain's side in battle. I thought I was living an honorable life, and then I learned what Ambassador Bavart's plans for the war were. I could not let Bavart do such a horrific thing. To unleash such a weapon upon the galaxy for his own ends is the act of a coward, not a warrior. I gathered a small group of officers who thought as I did. Our plan was to take over the ship and fly it to the Imaga system. There, we would either stop this doomsday before it occurred, or die in battle. I tried to take this ship. I failed. Now I am dishonored, and I must redeem myself or die. Do you have more questions? Warum haben Sie den Kontakt zum Geheimdienst der Sternflotte aufgenommen? When my plan to take the Targ was discovered, I knew I had to act quickly. Bavart has much more than the experimental weapons from the base in the Briar Patch. He has a planet killer, a ship of such destructive power that nothing can stand against it. He intends to use this doomsday machine to attack Federation worlds. I find myself in a strange place. To regain my honor, I must join forces with my enemy.
I sent a coded message to the Sol system and hoped that the right person would hear it. Do you have more questions? Warum tut Bofat, ich sag jetzt nur Bofat, es tut mir leid, Leute, tut mir leid. Das ist Ihrer Meinung nach. Bofat is obsessed with conflict. He believes that the Klingon Empire will stagnate and fall into degeneration and ruin unless they have enemies to fight. Without war, Bofat believes that we will destroy ourselves. Ja gut, das ist halt eine kriegerische Rasse, ne? Das heißt nicht, dass das gut ist, eine kriegerische Rasse heißt nicht, dass es das Krieg, dass das dann eine super Lösung ist für die, ne? Aber es gibt Holodecks. Ihr könnt doch da was machen, kämpfen und hast dich gesehen. Und es gibt die Borgs, dagegen könnt ihr doch auch kämpfen. Und irgendein Idioten, der meint, hey, ich mach mal die ganze Welt und hast dich gesehen, das Universum platt. Kämpft doch gegen die. Ne, so. Bavart found the planet killer. And he ordered his scientists to learn how to control it. Now, he plans to attack and destroy one of your worlds. The ambassador knows the Federation wants peace. But if there was an attack where billions died, would something so heinous make you want revenge? If he succeeds, the war between our peoples will be endless, and Bavart will have won. Ja, das könnte passieren. Do you have more questions? Erzählen Sie mir mehr von diesem Planetenkiller. It is a ship with no crew. Its hull is solid neutronium. It fires beams of pure anti-protons and fuels itself with the hulks of destroyed planets. Weapons are useless against it. The planet killer is ancient. I have heard stories that your Starfleet defeated a device similar to this long ago. I hope that you will be able to defeat this one as well. Ist das nicht von Enterprise mit Archer so eine Sphäre gewesen? Oh, jetzt überlege ich gerade eben. Jetzt muss ich echt überlegen. Do you have more questions? Wo fand Bafat diesen Planetenkiller? It was a floating hulk deep in the Ta'am Nebula. Ships from his house searched for months before they found it. Bafat claims to have knowledge of the future. He says that is why he knew the planet killer would be found in the nebula. Its location was forecast. I do not know if this is true. If our actions cannot change our path, then are we imprisoned by fate? Was I destined to lose my honor and betray my captain? Do you have more questions? Kennt Bafat die Zukunft? So he claims. I was once one of Bavart's most valued officers, and he told me much of his plans. Bavart said that centuries ago, there was a temporal cold war. Factions from the future manipulated people in their past like pieces in a Klingon game, each trying to change history for their own ends. Agents from one of these future factions, the Nakul, came to the Klingon Empire in the 22nd century. They tried to gain my people's loyalty by revealing much of what was to come. My ancestors listened and recorded all that they were told. Then they spat in the Nakul's faces and sent them back to their own time empty-handed. Even then, we would never be willing slaves. Since then, the knowledge that the Nakul offered in trade for servitude has been preserved by a small cabal of Klingons. This organization ruled from the shadows, using what they knew, what was forecast, to guide the future of the Empire. Bavart is the last. He has no sons and trusts no one. When he dies, all that came from the Nakul dies with him. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Do you have more questions? Wie lautet Ihr Plan, um den Angriff zu stoppen? Bavart had a plan to stop the Doomsday Machine if he ever lost control. This ship is equipped with Hakpeng torpedoes. They have a greater yield than any weapon currently used by the Empire or your Federation. The planet killer is hidden in the Imaga system now. My plan was to fly to the system, disable Bavart's control over it, and then use the weapons on this ship to destroy it. Do you have more questions?
Warum können wir nicht einfach eine Flotte nach Imaga schicken, um den Planetenkiller zu stoppen? Bavat's forces have total control over the Imaga system. To keep any ships but those loyal to him away, Bavat has installed a series of generators that maintain an energy drain, much like the Breen weapon that disabled ships during the Dominion War. Bavat's ships have been modified to withstand this drain. Any others that approach the system will be helpless. Dann brauchen wir sowas. Do you have more questions? Was sollen wir jetzt tun? Help me. Repair this ship and we will fly it to Imaga together. Then we can disable the energy drain so your fleet can enter. With your help, we can destroy the Doomsday Machine and end the threat to your Federation. Captain, ich empfange eine Übertragung vom Raumdock der Erde der höchsten Prioritätsstufe, Sir. Ich stelle Ihnen die Nachricht durch. Sie können das Terminal im Bereitschaftsraum verwenden. Verwenden Sie das Terminal im Bereitschaftsraum, um mit dem Sternflotte zu sprechen. Fortfahren.